Ich nutze dann auch gerne Werbeanzeigen auch, um denjenigen zu erinnern, hey, heute ist das Webinar, ja. Denk daran, dass du live dabei bist, weil vielleicht kriegst du einen Bonus oder irgendwas ähnliches, wenn du live dabei bist. Mit Webinaren erfolgreich. Der Podcast, mit dem du als Trainer, Coach oder Berater online sichtbar wirst. Erfahre hier, wie du dich und deine Expertise durch Webinare gezielt sichtbar machst. Und hier kommt deine Webverbesserin, Mira Giesen. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und auch heute habe ich wieder einen tollen, spannenden Interviewgast an meiner Seite, und zwar die Katrin Hill. Hallo Katrin, schön, dass du da bist. Hallo, meine Liebe, ich freue mich sehr, dabei zu sein. Ja, ich freue mich, dass du dir Zeit genommen hast. Katrin, du bist Expertin für Facebook-Marketing. Und erzähl doch mal selber, was bedeutet das? Was machst du den ganzen Tag? Surfst du den ganzen Tag nur auf Facebook? Ja, sowieso. Wie arbeitest du? Erzähl. Ja, also das auf jeden Fall. Das ist sicherlich ein Berufsrisiko, das ich habe, dass ich mich sehr schnell ablenken lasse auf Facebook. Deswegen mache ich mittlerweile wenig privat, sondern bin wirklich nur noch beruflich drinne. Man merkt einfach auf Facebook, dass viele unterwegs sind und nicht so richtig verstehen, was sie da tun. Und ich habe dann irgendwann gesagt, ich glaube, da helfe ich mal nach und habe mich dann spezialisiert vor allen Dingen aufs organische Wachstum. Heißt auf alles, was sich ohne Werbeanzeigen machen lässt. Klar sind Werbeanzeigen immer ein großer Teil auch meines Businesses, aber ich versuche hier wirklich nochmal zu zeigen, dass es auch organisch noch geht, ja, dass wir trotzdem auch organisch noch eine Reichweite bekommen können und Facebook noch nicht verloren ist. Wir haben einfach so viele Menschen, die auf Facebook unterwegs sind, sei es im Business oder auch privat, und da gibt's noch wirklich ganz viel Potenzial. Ich glaube, jetzt müssen wir erstmal alle abholen, die nicht wissen, was bedeutet organisch. Ja, genau. Also ich versuche eben zu zeigen, wie wir es schaffen, viele Menschen zu erreichen mit Facebook, ohne dass wir dafür Geld ausgeben müssen, also ohne Anzeigen schalten zu müssen. Was gibt es denn für Tricks auf Facebook? Wie können wir unsere Beiträge gestalten beispielsweise, um hier möglichst viele Leute zum einen zum Interagieren zu bringen, also zum Kommentieren, Teilen unserer Beiträge und dann eben auch die Reichweite damit erhöhen. Genau. Und ich glaube, viele da draußen, die jetzt vielleicht noch ganz neu auf dem Bereich sind, die wissen natürlich, okay, Facebook so mit ältestes Netzwerk, irgendwie auch mit das größte Netzwerk, alles klar. Aber ich glaube, dass auch viele, wenn sie jetzt sagen, oh, ich habe 1000 Facebook-Fans, dann lesen die doch alle meine Beiträge. Ich glaube, dann müssen wir jetzt kurz hier einen Zahn ziehen. Ist das richtig? Ja, leider, leider. Ja. Also es ist, man hat so Durchschnittszahlen, etwa 15% unserer Fans sehen die Beiträge. Ich habe das auch gerade gestern, das fand ich sehr spannend, mit jemandem, der schon wirklich weit fortgeschritten ist, auch im Online-Marketing, ist davon ausgegangen, dass Gruppenbeiträge, die in der Gruppe gepostet werden, von allen Mitgliedern gesehen werden. Auch das ist nicht so. Das heißt, auch da haben wir etwa 15% der Gruppenmitglieder, die nur etwa die Beiträge sehen. Um das zu erhöhen, können wir eben ein paar Tricks anwenden, damit das ein bisschen mehr wird, weil 15% ist natürlich nicht so viel. Genau, jetzt sitzen wahrscheinlich die Ersten so mit offenem Mund oder laufen mit offenem Mund, bügeln mit offenem Mund und sagen, was? Was gibt's denn da für Tricks, um diesen organischen Bereich so ein bisschen zu verbessern? Also das, ohne dass ich jetzt Geld dafür in die Hand nehmen muss, klar, das ist natürlich eine Möglichkeit, mehr Interaktion auf meine Beiträge zu kriegen. Aber was gibt's da für organische Tipps und Tricks, die du vielleicht, oder deine Top 3 Tipps, die du uns geben kannst? Ich mache es jetzt erstmal kurz, wir können das dann vielleicht nochmal vertiefen. Ja. Tipp Nummer 1, Live-Videos, sage ich immer, das ist gerade das, was am besten funktioniert. Mhm. Also jegliche Arten von Videos, wobei Live-Videos nochmal 3-mal höhere Reichweiten hat als ein normal hochgeladenes Video. Also das ist die Nummer 1. Wenn man da was machen möchte und wirklich schnell auch eine Reichweite bekommen möchte, dann kann man in die Richtung gehen. Dann Tipp Nummer 2 wäre für mich, mal zu überlegen, was postet man für Inhalte. Die meisten posten, und da kann man sich einfach mal seine Seite vornehmen und gucken, wie sehen so die Beiträge aus. Ist das ein Beitrag, den jeder geschrieben haben könnte?
Ja, und da sage ich dann immer, bring Persönlichkeit rein. Also ich sag mal, mindestens einmal die Woche sollte irgendwie, also ich übertreibe jetzt vielleicht mal ein Selfie von einem selbst drinne sein oder eine Geschichte von einem selbst. Das kann auch, ich kann erzählen von einem Coaching, was heute früh bei mir war und was ich vielleicht daraus gelernt habe. Also ein bisschen persönlicher werden, weil die meisten Beiträge, die ich so sehe und die nicht funktionieren, haben einfach das Problem, dass es jeder geschrieben haben könnte und ich da überhaupt keinen Zusammenhang zu dieser Seite sehen kann, beziehungsweise die Person, die dahinter steht. Also Persönlichkeit reinbringen ist mein Tipp Nummer 2. Ja. Und Tipp Nummer 3 wäre dann auch, die Beiträge so anzupassen, dass sie eben auch die Reichweite bekommen. Da gibt es dann so kleine Tipps wie die Uhrzeit, zu der man posten kann, beispielsweise ganz früh morgens um 6 Uhr, 7 Uhr mal testen oder spät abends um 8, 9 oder 10 Uhr. So außerhalb dieser Stoßzeiten. Die meisten planen nämlich nicht im Voraus die Beiträge, sondern sie posten eben gerade jetzt in dem Moment, wo sie sie erstellen. Und das ist eben das Problem, dass dann eben viel mehr gleichzeitig veröffentlicht werden und die dann alle gegeneinander konkurrieren. Und die meisten Leute sind nun mal morgens auf dem Weg zur Arbeit oder abends unterwegs, ja, am Handy zum Beispiel, wenn sie am Fernseher sitzen beispielsweise. Es kommt natürlich auch auf die Zielgruppe ein bisschen an, aber das sind Zeiten, die bei mir auch wunderbar funktionieren. Also Zeit, dann so den Beitrag vielleicht mal in die Beschreibung ein paar Sonderzeichen beispielsweise reinbringen, um da Bewegung reinzukriegen. Und das Wichtigste für mich ist, in den Beiträgen eine Diskussion zu starten. Also nicht einfach nur eine Aussage zu treffen, sondern wirklich auch Fragen zu stellen, vielleicht mal ein bisschen aufzuwühlen, zu polarisieren, um hier eine Diskussion reinzukriegen, weil es geht ja auch um Social Media. Es ist eine Social Media Plattform. Wir wollen hier sozial interagieren und nicht einfach nur ein Statement abgeben, sondern wirklich auch mal zu gucken, wie geht's denn unserer Community? Was denken die denn zu einem bestimmten Thema? Ich glaube, das fällt auch sehr vielen sehr schwer, ne? Wenn man diesen Tipp rausgibt, polarisieren und sagen, hey, wage mal was, sei mutig. Ja. Hast du vielleicht für dich ein Beispiel, wo du genau das mal gemacht hast und festgestellt hast, oder war das so ein Learning-Effekt, dass du gesagt hast, wow, das funktioniert viel besser, oder irgendwas, wo du es mal gesehen hast, dass genau das eben so gut funktioniert? Es funktioniert immer wieder. Ich sehe das in meinem Kurs. Ja, wenn ich sage, sag auch vielleicht mal was Negatives, wenn mal was nicht so funktioniert beispielsweise. Es muss nicht immer eine Diskussion sein. Ich muss nicht immer aufrufen zu ganz aggressiven Handlungen. Es kann auch ein positives Polarisieren sein. Ja. Mhm. Ich sag mal ein Beispiel einfach, damit wir nicht diese 0815-Beiträge haben, wären jetzt, wow, heute bin ich nicht so motiviert, ja, als einfachen Textbeitrag könnte ich posten, ja, Motivation heute nicht, da habt ihr ein paar Vorschläge, was ich machen könnte, um mich wieder zu motivieren. Das wäre jetzt mal so eine Sache, wo ich direkt die Leute mit eingezogen habe, aber eben auch ehrlich war und gesagt habe, ich bin gerade nicht so effektiv. Ja. Solche Beiträge kommen richtig gut an, ganz einfache Textbeiträge, und da hat man dann schon gleich eine hohe Reichweite, weil viele Kommentare kommen werden. Und wahrscheinlich einfach, weil es wieder das typische Ding ist von Gesicht zeigen, authentisch sein, verletzbar. Genau, ne? Genau das. Jetzt hast du ja als Tipp Nummer 1 Facebook Live angeführt, Live-Videos. Ja. Und wahrscheinlich stöhnen schon die Ersten und sagen, oh nein, das ist ja genauso wie mit den Webinaren. Dann muss ich mich da hinsetzen und dann drücke ich den Knopf und plötzlich sieht mich die ganze Welt und überhaupt, und da muss ich mich vor der Kamera zeigen. Hast du vielleicht auch da so 2, 3 Tipps? Wie kann man da so ein bisschen seine Scheu verlieren, wenn es um Live-Videos geht? Sich selbst sichtbar machen und das Beste aus so einer Live-Situation machen. Was sind da so deine Vorgehensweisen? Also ich glaube, zuerst einmal muss man so ein bisschen die Angst vor der Technik verlieren, ja, weil das ist meistens immer so diese Hürde, man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Und da wäre jetzt mein Tipp, man kann sich ein Tool aussuchen und dann damit mal im Profil live gehen. Und zwar kann man die Privatsphäre-Einstellungen für jeden Beitrag hier einstellen und dann wählt man dann einfach nur mit mir selbst teilen, also nur mich auswählen fürs Teilen. Das heißt, ich gehe live, kann das Tool testen, gucken, was das alles kann, und es sieht niemand außer mir selbst. Ganz kurz, was für Tools würdest du empfehlen, wenn es um Facebook Live geht? Das kommt drauf an. Also es wäre jetzt so der zweite Schritt, um so ein bisschen die Scheu vielleicht zu verlieren, ein einfaches Tool zu verwenden. Das wäre beispielsweise direkt über die Facebook-App, wo man dann
einfach nur darauf achten sollte, wenn man das jetzt mit dem Handy macht, dass man so ein bisschen das stabil hinstellt. Also ich finde es immer ganz nett, wenn man es vielleicht auf ein Stativ kurz stellt oder ich habe es am Anfang einfach auf einen Bücherstapel gestellt, damit es nicht so wackelt, weil wenn man aufgeregt ist, ist es schwierig, dass man da nicht so ein bisschen zittert, vielleicht auch mit den Händen und wackelt und das fällt dann nicht mehr auf, wenn es irgendwo fixiert ist. Das wäre mein erster Tipp, das Einfachste, um live gehen zu können. Wenn man beispielsweise auch ein Interview machen möchte, dann empfehle ich immer BeLive, belive.tv. Da habe ich auch einen Blogbeitrag zu, einen sehr ausführlichen, worauf man achten kann. Auch ein sehr einfaches Tool. Also ich finde es sehr gut erklärt. Da ist nicht viel Schnickschnack und tolle Funktionalitäten. Und was ich auch empfehlen könnte, gerade wenn man eben so ein bisschen diese Hürde hat, vielleicht live gehen zu wollen, und sich nicht selber zeigen will, könnte man eCam nehmen. eCam, E-C-A-M-M geschrieben, ist ein Tool für Mac leider nur, also nur wirklich fürs MacBook oder ein iMac. Und da kann man dann online live gehen, ohne sein Bild zu zeigen. Also man könnte den Bildschirm teilen. Das ist vielleicht auch ganz spannend, wenn man sich selber nicht zeigen will. Also ich mache das auch ganz gerne mal, wenn ich vielleicht nicht so schick zurechtgemacht bin. Gehe ich einfach mal live, zeige meinen Bildschirm. In meinem Fall meistens natürlich irgendein Tutorial. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass man dann einfach eine PowerPoint durchlaufen lässt oder einfach nur ein einfaches Bild teilt, um hier vielleicht ein paar Informationen rüberzubringen. Es muss nicht immer das Bild dabei sein. So wie beim Webinar können wir ja auch entscheiden, wollen wir uns klein noch sichtbar haben oder eben nicht. Mhm. Wunderbar. Die ganzen Tools und auch den tollen Blogbeitrag von der Katrin werde ich auf jeden Fall in die Shownotes packen. Da kannst du schon mal reingucken. Wenn du jetzt sagst, oh, warte, wo ist der Blogbeitrag? Wie heißt das Tool nochmal? Kommt alles in die Shownotes rein. Super. Von der Vorbereitung her, Facebook Live-Videos, sollte ich die ankündigen oder sollte ich es einfach jetzt gleich tun? Was ist da so deine Empfehlung? Total witzig. Ich habe gerade gestern ein Live-Video gesehen von meiner Kollegin aus den USA, Mary Smith, die Facebook Queen, und die hat gesagt, es wurde getestet, sie selber nicht, aber jemand hat getestet, wenn man das Video ankündigt, also man kann das ja auch im Voraus planen, wie Live TV und auch eCam bieten diese Möglichkeit, bis zu 7 Tage im Voraus. Und bis zu 10 Minuten, bevor das Video startet, kann man das Video im Voraus planen. Das bedeutet, in dem Moment erscheint das Video schon auf meiner Seite. Und ich kann es dann auch beispielsweise, bevor es startet, in meinem Newsletter teilen, in Gruppen und ähnlichen Bereichen, vielleicht in meinem Profil. Ja, das heißt, ich kann das im Voraus planen und derjenige hat getestet, dass dann die Reichweite nicht ganz so hoch ist, als wenn man einfach live geht. Also fand ich ganz spannend. Ich kann es mir nicht vorstellen. Bei mir ist es so, ich plane gerne im Voraus, teile es dann, wie gesagt, mit meinem Newsletter. Ich teile es dann in Gruppen beispielsweise und schicke die Leute dann dorthin. Ich glaube, wenn dieses Teilen nicht gemacht wird, dann könnte es sein, dass das Planen nicht unbedingt eine höhere Reichweite hat. Wenn man das teilt, gehe ich davon aus, dass das eigentlich schon so ist. Ja, ich habe es selber jetzt noch nicht getestet. Also ich plane gerne im Voraus. Die Leute werden dann auch erinnert. Sie kriegen eine Benachrichtigung, wenn sie das anklicken. Erinnerung erhalten, kann man dann im Video anklicken. Darauf kann man vielleicht nochmal direkt hinweisen. Das finde ich eigentlich nicht schlecht. Das heißt, ich plane da schon im Voraus, um da eine höhere Reichweite zu bekommen. Aber ich mache auch ab und zu mal direkt spontan ein Video. Wenn mir jetzt gerade ein cooles Tool vor die Finger kommt, dann gehe ich einfach mal schnell live, um das zu zeigen und dann auch relativ schnell das Video produziert zu haben. Die Alternative wäre, ich nehme das Video auf, bearbeite das dann im Camtasia, lade es wieder hoch. Brauche ich mindestens doppelt so lange, als wenn ich einmal schnell live gehe und meinen Bildschirm teile mit eCam. Und jetzt gibt es ja auch ganz viele, die Facebook Live auch zum Bewerben zum Beispiel ihrer Webinare nehmen. Ich weiß, der Tom Oberbichler macht das ganz viel, dass er ganz spontan live geht und sagt, Mensch, in 10 Minuten geht es los. Auch generell, denke ich, ist Facebook ja ein interessantes Instrument, wenn ich sage, ich möchte mehr Webinarteilnehmer haben. Absolut. Was kannst du da so empfehlen, wenn es danach geht? Weil das ist ja eine große Angst vor vielen, dass sie sagen, boah, ich weiß nicht, ich habe Angst, dass da zu wenig zu meinem Webinar wirklich live dabei sind. Was wären da so Ideen, die du mit reingeben könntest? Genau, also absolut. Das habe ich gestern auch. Ich war gestern im Webinar und bin eine halbe Stunde vorher nochmal live gegangen. Ja. Habe kurz erzählt, worum es gehen wird. Dadurch sind auch noch wieder Anmeldungen gekommen.
Plus natürlich eben, was du auch gesagt hast, dass die Leute dann auch live dabei sind. Das ist ganz, ganz wichtig. Mhm. Wir wollen sie live dabei haben, damit es dann auch funktioniert, damit sie dann auch wirklich ihre volle Aufmerksamkeit aufs Webinar haben. Das ist das Entscheidende. Da könnte man beispielsweise live gehen. Was es jetzt auch gibt, ja, sind die Stories, dass man in den Stories dann über den Tag verteilt vielleicht Fotos reinbringt und so ein bisschen erzählt, was kommt. Oder auch Videos, ja, das könnte man nutzen. Das sind diese kleinen am Handy, das ist sichtbar nur am Handy und da sind das oben diese kleinen runden Bildchen von unseren Kollegen und Freunden, die dann angezeigt werden. Das ist noch nicht so ganz im Kommen, aber dadurch, dass es noch nicht so viele nutzen, haben wir da eben die Chance, noch reinzukommen. Und je mehr Bilder und Videos wir da einstellen, desto weiter nach vorne rutschen wir. Das heißt, wir können dann über den ganzen Tag verteilt auch sichtbar sein. Das ist recht spannend. Dasselbe dann auch im Messenger, sind zwei verschiedene Plattformen gerade noch. Ich nutze dann auch gerne Werbeanzeigen auch, um denjenigen zu erinnern, hey, heute ist das Webinar. Ja, denk daran, dass du live dabei bist, weil vielleicht kriegst du einen Bonus oder irgendwas ähnliches, wenn du live dabei bist oder ähnliches. Da gibt's ja schon Möglichkeiten. Aber das muss auch immer häufiger kommuniziert werden, dass da auch wirklich dieses Verständnis da ist, beziehungsweise derjenige immer wieder erinnert wird und sich keinen anderen Termin vornimmt für das Webinar. Mensch, Katrin, jetzt haust du hier die Facebook-Tools nur so uns um die Ohren, Wahnsinn. Man merkt, das ist total deine Oberfläche. Die Facebook-Stories, das ist ja so ein bisschen quasi vom Mark, ne, vom Mark Zuckerberg, so ein bisschen von Instagram quasi vorgetestet worden, wenn ich das richtig im Kopf habe. Dafür muss ich mir jetzt im Moment eine extra App noch runterladen, oder? Nee, das ist die ganz normale Facebook-App. Wenn wir da reingehen, dann können wir da ganz vorne, ist ein kleiner Kreis, wo ein Plus drin ist und da können wir dann direkt ein Bild oder ein Video machen. Da gibt es ja witzige Tools mittlerweile von Facebook, damit wir das Ganze vielleicht auch ein bisschen spannend machen. Mhm. Wichtig ist nur, die meisten dieser Stories, wenn wir jetzt ein Video drehen beispielsweise, sind ohne Ton abgespielt. Das heißt, genau dasselbe auch für Live-Videos würde ich empfehlen, dass man dann versucht, mit Untertiteln zu arbeiten oder zumindest ein Text mit, was man halt sehr leicht kann, ist Text hinzufügen. Also einfach vielleicht, hey, denk dran, Webinar heute Abend, 20 Uhr. Ja, sowas könnte man einfach als Text-Overlay drüberlegen. Mit Facebook überhaupt kein Problem, da muss man nur das kleine T anklicken und dann eben damit die Leute abholen, die nicht den Ton anmachen und sich das Ganze anhören. Also ihr seht, es lohnt sich, die Facebook-App immer mal zu aktualisieren, fällt mir auch gerade wieder auf. Immer wieder schön. Ich glaube aber auch, dass es einfach ganz spannend ist, weil ja auch viele sehr gerne sagen, Mensch, ich habe das Problem, viele melden sich fürs Webinar an, aber wirklich live erscheinen tun eben nur wenige, war auch mal Thema einer meiner Podcast-Folgen hier im vorherigen Verlauf, werde ich auch mal mit in die Shownotes packen. Und ich glaube, das ist wirklich ein spannendes Tool, um genau das zu erreichen, wieder die Leute mehr live reinzubekommen und mehr zu interagieren. Ne? Also da wäre auch mein Tipp, noch eine Veranstaltung zu erstellen. Hatte ich gestern auch zu dem Webinar auf der Seite. Also darauf achten, dass es auf der Seite ist, damit es auch wirklich öffentlich ist. Und bei der Veranstaltung muss man dann darauf achten, und das ist einfach bei Webinaren, wir müssen einen Buzz aufbauen, wir müssen da ein bisschen einen Hype drum machen, warum ist denn dieses Webinar so toll, warum sollten die Leute live dabei sein. Einfach nur eine Veranstaltung posten reicht einfach nicht. Deswegen, wir müssen dann anfangen, die Leute einzuladen zu dem Webinar, beispielsweise die Freunde, die dann passen, ne? Also kann man sich dann ja welche aussuchen. Und was man eben ganz toll noch machen kann, ist Umfragen innerhalb dieser Veranstaltung einstellen, damit die Leute schon mal ein bisschen aktiv werden, bevor das Webinar startet. Beispielsweise auch, wenn man da überlegt, wer ist denn jetzt dabei in dem Webinar, dass wir schon mal so ein bisschen Umfrage machen, um nachzufühlen, wie sieht unsere Zielgruppe aus, was wollen die hören, vielleicht können wir die sogar in die Erstellung des Webinars mit einbeziehen, ja, um da einfach, wenn man sie da ein bisschen aktiviert, mehr Zugehörigkeit zu diesem Webinar zu schaffen und sie dann eventuell auch dazu bringen, dass sie das Ganze teilen. Ja, total super. Zumal es ja auch dann wieder die Unsicherheit so ein bisschen rausnimmt, ne? So, was wollen die Leute wirklich von mir hören? Ihr könnt dann quasi dadurch vorher so ein bisschen Recherche machen. Das ist ganz praktisch. Absolut, genau, ja.
Jetzt wird mich natürlich die ketzerische Frage interessieren, Katrin. Warum machst du denn dann noch Webinare, wenn du Facebook Live und so Kurs hast? Es gibt ja für mich zwei Möglichkeiten. Und Webinare für gewöhnlich ist für den Leadaufbau, also E-Mail-Adressen einsammeln, gedacht oder eben auch für den Verkauf. Ja. Mhm. Ich habe aber auch tatsächlich schon ein Verkaufswebinar über Facebook Live gemacht. Das ging auch anderthalb Stunden, sogar ein bisschen länger. Bis zu 4 Stunden können wir ja live gehen. Das heißt, es gibt zwei Wege für mich, E-Mail-Adressen einzusammeln. Und über die Webinare würden wir vorher die E-Mail-Adresse einsammeln, damit wir denjenigen dann informieren können, dass er dann auch rechtzeitig noch ins Webinar reinkommt. Ne, nochmal eine Erinnerung, eine Stunde vorher, Viertelstunde vorher, je nachdem, wie man es machen möchte. Das wäre die eine Möglichkeit, eben das Webinar zu machen. Oder wir machen das so, dass wir es auf Facebook umsetzen, ein Live-Video machen, das ein bisschen länger geht. Je länger es geht, desto mehr Leute schalten eben auch rein. Sie hüpfen dann, ja. Sie sind nicht die ganze Zeit live dabei. Bei dem Webinar hat man den Vorteil, dass sie einfach eine längere Aufmerksamkeit haben auf dem Webinar. Das ist einfach so, ja. Facebook ist es viel leichter, sich ablenken zu lassen durch irgendwelche Benachrichtigungen oder ähnliches. Aber bei dem Live-Video könnte man das dann clevererweise andersrum machen, dass ich dann sage, ich habe ein Live-Video. Ich habe ja in dem Moment noch die E-Mail-Adresse nicht eingesammelt. Aber ich sage dann im Live-Video, hey, du bist jetzt live dabei. Ich habe eine super coole Checkliste zu dem Thema, was ich hier heute bespreche. Das kriegst du dann hier und hier. Dann schicke ich sie auf die Landingpage und sammle dort dann die E-Mail-Adresse ein. Ja, also ich gehe von der anderen Seite. Und es ist eben der Vorteil, das merke ich auch, ich habe in meinen Live-Videos mehr Live-Zuschauer dabei als in meinen Webinaren. Ja, weil einfach die Reichweite von Facebook extrem gepusht wird, während ich live bin. Und damit kriege ich sie dann nochmal ganz gut irgendwo hingeschickt. Und dann wird es spannend. Ich kann dann nachhaken. Das heißt, ich würde nach dem Live-Video mit Werbeanzeigen starten. Und zwar werde ich die Werbeanzeige dann allen zeigen, die zumindest einen Teil des Videos gesehen haben. Und die kriegen dann von mir nochmal diese Checkliste vor die Augen gesetzt, sodass ich da dann eben auch die E-Mail-Adresse einsammeln kann. Also wie gesagt, es gibt immer verschiedene Möglichkeiten, das Ganze zu nutzen. Webinare wird bei mir immer mit dazu gehören. Ist einfach eine andere Strategie. Man muss sich wirklich überlegen, was ist mein Ziel heute? Will ich eine große Masse an Menschen erreichen? Vielleicht auch organisches Wachstum, weil ein Live-Webinar kann auch während des Webinars noch geteilt werden über Facebook, ne? Also da gibt es einfach verschiedene Herangehensweisen und da muss man sich dann einfach überlegen, was ist mein Ziel heute für dieses Webinar und wo, auf welcher Plattform mache ich es dann? Ja, super. Und ich glaube auch der Mix macht es. Also das mag ich ja auch, den Spiel, dieses Spiel mit den Tools und sich nicht so sehr auf dieses Ich muss, ne? Absolut. Das ist immer ganz schön daran. Hm, sehr schön. Jetzt hast du über eine Sache noch gesprochen, nämlich genau dieses Thema Zielgruppen raussuchen, Zielgruppenforschung und so, was man über Facebook ja auch ziemlich gut machen kann. Da hast du jetzt schon ein paar Sachen rausgehauen. Ich finde ja die Werbeanzeigen so super spannend, weil man, glaube ich, nirgendwo so exakt nach Zielgruppen selektieren kann wie bei Facebook. Absolut. Magst du darüber so ein, zwei Sachen erzählen? Also wenn wir uns Zielgruppen angucken, dann gibt es immer ein schwieriges Thema. Die meisten versuchen, das über Interessen zu lösen. Ja, versuchen über Interessen eine Zielgruppe zu finden. Das ist aber für mich und für meine Kunden meist das Schwierigste, da eine passende Zielgruppe zu finden. Wir haben extrem viele Möglichkeiten, können eben auch sagen, okay, ich möchte jemanden erreichen, der Bier trinkt und 30 Jahre alt ist und ein spezielles Auto fährt, ja. Aber ob der dann wirklich kauft, ist dann noch so die andere Frage. Deswegen gehe ich am liebsten über Custom Audiences und Lookalike Audiences. Und das bedeutet eben, ich schaue mir an, wer ist denn auf meiner E-Mail-Liste, wer besucht meine Webseite? Und dann erreiche ich entweder diese Leute noch einmal. Also wie gesagt, wenn jemand mein Video geguckt hat, kriegt er dann nochmal dahinter eben auch ein bisschen Werbung von mir zu sehen. Oder ich schaue, wer hat mein Video geguckt? Und dann kann ich über Lookalike Audiences sagen, das heißt eben so auf Englisch, deswegen sage ich das, kann ich Facebook sagen, Facebook, guck doch mal, wer hat mein Video geguckt? Was haben diese Leute alle gemeinsam? Also Facebook vergleicht die dann einfach so im Hintergrund. Sie haben ja sehr viele Daten über uns. Und sucht dann andere Menschen, die so ähnlich sind wie diese Leute.
die dieselben Merkmale haben. Und das ist dann die Lookalike-Audience. Und die ist meistens sehr hochqualifiziert. Das heißt, Facebook macht das schon ganz clever. Und das ist für mich so eine ideale Zielgruppe. Das könnte ich für Videozuschauer machen. Wenn ich da nicht so viele habe, könnte ich Webseitenbesucher nehmen oder ähnliche Statistiken als Grundlage. Und um dann eben neue Leute zu erreichen, die eben denen der Zielgruppe, die ich schon habe, die mich schon kennen, sehr ähnlich sind. Boom. Und ich glaube, ab hier werden alle Leute sagen, oh mein Gott, wo erfahre ich das alles und wo erzählt mir die Katrin ganz, ganz, ganz viel mehr darüber? Ja, Werbeanzeigen ist ein Riesenthema. Ich habe ja eine große Facebook-Gruppe mit über 6.000 Teilnehmern zu Facebook, also Facebook-Marketing mit Katrin Hill. Da spreche ich aber nur über diese organischen Dinge, also wirklich nicht unbedingt Werbeanzeigen. Werbeanzeigen ist eine eigene Gruppe bei mir. Ja. Das wäre dann, wenn man da Interesse hat, www.facebook.com/groups/erfolgreich werben ist meine Gruppe und da sprechen wir nur über diese Themen, weil ich weiß, dass es da extrem viele Optionen gibt und sehr viele Einstellungsmöglichkeiten. Ich wollte es nur anreißen, dass das geht und dann könnt ihr euch da dann vielleicht noch mal ein bisschen vertiefter auch mit diesem Thema beschäftigen. Ganz genau. Und darüber hinaus bietest du Online-Kurse an und Co., richtig? Richtig, genau. Ich habe einen großen Online-Kurs. Der Masterkurs startet immer im März. Der geht ein halbes Jahr. Und mein Wachstumskurs kann jederzeit gestartet werden. Und der ist dann wirklich für diese Reichweite, worüber wir gesprochen haben. Worauf können wir achten, wenn wir Beiträge erstellen, dass da auch wirklich eine hohe Reichweite dann auch rauskommt am Ende. Und die Katrin hat eine ganz tolle Challenge, die muss auch noch kurz erwähnt werden, ja, dann sind wir durch. Genau, die 5-Tage-Challenge ist für die Reichweite komplett kostenlos, das heißt, da erstellst du 5 Beiträge, jeden Tag einen und der wird dir definitiv dann auch jeder dieser Beiträge auch eine höhere Reichweite bringen. Ja, ganz genau. Und ich spoiler auch schon, das darf ich hoffentlich, die Katrin wird auch demnächst im Podcast-Land zu finden sein. Ja. Sie produziert gerade ganz, ganz fleißig. Genau. Und also insofern halt auch mal im iTunes-Ranking und Co. Ausschau nach der Katrin. Das wird demnächst auch bald starten. Ich werde es aber auch featuren, sobald sie dort zu finden ist. Sehr schön, ich danke dir. Abschließend noch deine Website. Magst du die noch nennen? Ja, genau. Das ist katrinhill.com und dann wäre /Reichweite eben eine Challenge. Aber da findet ihr auch alles andere. Mein Blog, die ganzen Beiträge zu den Themen, die wir jetzt besprochen haben. Und wenn ihr noch mehr wissen wollt, zu Anzeigen vor allen Dingen. Ja, und dann werde ich die meilenweite Shownotes-Sammlung natürlich auch noch mit veröffentlichen, sodass ihr ganz bequem einfach klicken könnt. Katrin, vielen, vielen lieben Dank für dieses Wahnsinns-Informationsfeuer. Und ich hoffe, ganz viele sind jetzt super inspiriert von Facebook und sehen, dass es eben kein totes Netzwerk ist, sondern ja, man da so unendlich viele Möglichkeiten hat, die auch gerade Webinare so ein bisschen nochmal befeuern können. Ich danke dir für die Inspiration. Super, hat richtig Spaß gemacht. Danke, Mira. Ja, mir auch. Schönen Tag noch. Tschüss. Tschüss.